Ahoi und herzlich willkommen auf AIDA Cosma. Ich möchte euch heute unsere neue Kosmos-Schönheit ein bisschen im Detail zeigen und nehme euch mit auf einen großen und sehr detaillierten Rundgang. Doch bevor es soweit ist, ziehe ich mich um und ihr solltet die Gelegenheit nutzen, einen ersten Blick in unsere Penthouse-Suite zu werfen. Es lohnt sich, die ist wirklich vorzüglich. Bis gleich und herzlich willkommen. Kulinarik ist im Urlaub besonders wichtig. Hier auf AIDA Cosma gibt es sagenhafte 17 Restaurants und 17 Bars. Freut euch auf 5 Buffet-Restaurants, auf 6 Spezialitäten und 6 à la carte Restaurants. In unseren 5 Buffet-Restaurants könnt ihr nach Herzenslust schlemmen. Hier habt ihr die Qual der Wahl zwischen Marktrestaurant, Belladonna, Yachtclub, Fuego oder dem East. In den Buffet-Restaurants sind bereits alle Tischgetränke und Speisen inklusive. Auf AIDA Cosma gibt es 6 Spezialitäten-Restaurants. Best Burger at Sea, Brauhaus, das French Kiss und das Oceans. Ganz neu das Beach House und das Mamma Mia. In den Spezialitätenrestaurants sind der hervorragende Service und die Speisen bereits inklusive. Lediglich die Getränke sind exklusive. Da das Mamma Mia Restaurant komplett neu ist, weiß ich noch gar nicht, was hier auf der Karte steht. Und dazu hole ich mir einmal einen Profi. Hey Günni. Hey Yves. Hey, na? Das sieht ja schon verlockend aus. Ja, nicht, oder? Absolut. Was erwartet unsere Gäste denn hier? Ja, hier gibt's typische Trattoria-Gerichte. Und was bedeutet das genau? Ja, so wie du siehst, zum Beispiel verschiedene Pizzen und natürlich auch traditionelle Pasta-Gerichte. Also kann man sagen, wirklich eine Küche, wie man sie sich von Mamma Mia erwartet. Ganz genau. Ich würde sagen, lass es uns schmecken. Dankeschön. In unseren à la carte Restaurants bekommt ihr Speisen und Getränke gegen Aufpreis. Der gute Service ist natürlich inklusive. Hier habt ihr die Auswahl zwischen unserem Gourmet-Restaurant Rossini, dem Time Machine, der Churrascheria, dem Teppanyaki-Grill, dem Hotpot und dem Sushi-Haus. Und genau hier befinde ich mich jetzt. Hier genießt ihr japanische Köstlichkeiten, von Miso-Suppe über Poke-Bowl bis kalte und warme Sushi-Spezialitäten, die natürlich live und vor euren Augen von unseren Sushi-Meistern zubereitet werden. Wir sind am Hotpot und hier könnt ihr gemütlich um den heißen Topf herumsitzen und eure Wunschzutaten nach Herzenslust garen. Ihr möchtet live dabei sein, wenn wir vor euren Augen euer Lieblingsgericht grillen? Im Teppanyaki Asia Grill brutzeln wir für euch Lammkarree, Jakobsmuscheln, Rinderfilet oder einfach nur Black Tiger Garnelen und vieles mehr zusammen mit einer faszinierenden Show.
in unserer Streetfood-Meile angekommen und hier ist der Name Programm. Hier gibt's was Leckeres auf die Hand. Und das von früh morgens bis spät in die Nacht. Ob Döner, Brot und Stulle oder Currywurst, hier kommt jeder definitiv auf seine Kosten. Zum Beispiel bei Brot und Stulle haben wir eine große Auswahl frischer Backwaren liebevoll belegt. Auch für unsere Vegetarier ist etwas dabei. Ich habe jetzt Lust auf eine Currywurst und die kann ich euch besonders nach einer langen Partynacht empfehlen. Unsere Currywurst bieten wir in drei Schärfegraden an. Von mild über fruchtig bis scharf. Dankeschön. Lecker! Ein Pina Colada, ein Aperol Spritz oder ein Dodo? An 17 Bars findet jeder von euch den passenden Drink. Ob altbekannte oder neue Bars wie die Tokyo Bar hier auf Deck 6? Vielleicht ist das ja schon bald einer eurer neuen Lieblingsplätze. Hi. Hallo. Ich hätte gerne einen Mai Tai. Aber soll ich euch mal meine absolute Lieblingsbar zeigen? Die Eisbar. Schaut euch das mal an. Einmal alles bitte. Finde ich klasse. Dankeschön, danke. Ich bin im Wellnesshimmel auf Deck 8 angekommen, im AIDA Body & Soul Spa-Bereich. Über 3500 Quadratmeter Erholung und Entspannung pur. Ich habe Anne einmal gefragt, wie ihr hier perfekt relaxen könnt. Anne, was für ein schöner Bereich. Sag mal, wie können unsere Gäste denn hier perfekt entspannen? Ja, zum einen kannst du hier richtig die Seele baumeln lassen, ein bisschen im Pool planschen. Und wenn du dir darüber hinaus noch was gönnen möchtest, haben wir bis zu 80 verschiedene Anwendungen wie Ayurveda, Körperpackung, Peeling oder ganz tolle Gesichtsbehandlung. Okay, aber wäre da auch was für mich dabei? Für dich. Da habe ich schon was vorbereitet. Komm mal mit. Anne, was ist das? Nach unseren Aloe Vera-Behandlungen gibt es noch einen leckeren Saft dazu und den habe ich dir mal vorbereitet. Und was genau macht er mit mir? Der macht von innen schön. Wenn du es sagst. Prost. Lecker. Absolut. Wir sind im Saunabereich und hier heißt es Schwitzen. Auf euch warten 5 Saunen, wie eine Kelo-Sauna, eine finnische, eine Aroma- und eine Bio-Sauna sowie ein Dampfbad. Und weil ich so nicht gehen kann, würde ich sagen, ziehe ich mich schnell um. Body & Soul Sportbereich habt ihr rund um die Uhr die Möglichkeit, aus einer Vielzahl der modernsten Fitnessgeräte auszuwählen. Ob individuell oder unter fachkundiger Anleitung, ihr habt die Wahl. Ihr habt Lust auf Kurse? Dann haben wir ein vielfältiges, kostenfreies Angebot für euch.
they see me, they go ooh la la. Nobody got what I got. Now make everybody stop. In unserem schönen Sport-Außenbereich könnt ihr euch bei gutem Wetter richtig auspowern. Sport für die ganze Familie findet ihr beim Minigolf auf Deck 8. Herzlich willkommen in unserem Funpark Kids auf Deck 16. Hier in diesem Indoor-Spielplatz können unsere kleinen Abenteurer wetterunabhängig sich richtig austoben. Ich bin im Außenbereich auf Deck 18 angelangt, in unserem über drei Decks erstreckenden Funpark. Als größte Neuheit natürlich unsere Boulderwand, aber auch unsere drei Wasserrutschen sind zu nennen und natürlich unser Sportdeck. Dodo, ahoi! Ihr seht es, ich bin im Kidsclub auf Deck 16 angelangt und hier finden unsere kleinen Matrosen im Alter von 3 bis 11 Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Auf eure Kinder wartet ein liebevoll ausgestattetes Bastelzimmer, unser grandioses Kindertheater und unser beeindruckendes Piratenschiff mit Bällebad. In diesem Bereich auf Deck 16 haben Erwachsene nichts verloren. In unserem Wave Club kommen unsere Teens komplett auf ihre Kosten und gerade in den Ferienzeiten sogar mit speziellen Programmpunkten. Ansonsten heißt es hier einfach nur chillen und relaxen. Im Game Center auf Deck 16 könnt ihr richtig Spaß haben. Ganz große Shopping-Vielfalt. Insgesamt 5 Shops warten darauf, von euch erobert zu werden. Hochwertiger Schmuck, Handtaschen, Parfüm, Kleidung, alles, was das Herz begehrt, findet ihr in unserer Shopping-Welt. Das ist genau mein Style. Im Photoshop auf Deck 6 bekommt ihr Urlaubserinnerungen für zu Hause. Eure schönsten AIDA-Momente, Magnete, Destinationsbilder. Und kennt ihr schon unsere Iris-Fotografie? Bühne frei für Weltklasse-Entertainment. Ich bin im Herzstück von AIDA Cosma angekommen, unser Theatrium. Unsere Rundbühne mit innovativer Lichttechnik wird euch begeistern. Und von Deck 6, 7 und 8 habt ihr einen fantastischen Blick auf legendäre Shows, auf Vorträge, auf Live-Musik oder unsere faszinierende AIDA Primetime. Auf Deck 6 im Bug des Schiffes findet ihr das innovativste TV-Studio auf den Weltmeeren, unser Studio X. Hier wird Entertainment großgeschrieben und Formate wie Backboard vs. Steuerboard sind hier genauso zu finden wie TV-Produktionsklassiker, die Pyramide oder für unsere kleinen Zuschauer auch 1, 2 oder 3. Auch die Kunstauktion wird hier produziert oder ihr kommt einfach auf einen schönen Kinoabend vorbei.
tanzen bis in die frühen Morgenstunden, coole Drinks und neue Leute kennenlernen. Das ist The Cube. Und für meinen Kumpel Dodo hau ich jetzt mal eine heiße Scheibe auf den Teller. In der Rockbox Bar auf Deck 7 genießt ihr in gemütlicher Pub-Atmosphäre Live-Musik vom Feinsten. Und jetzt heißt es Rock'n'Roll! Im Beach Club auf Deck 17 und 18 könnt ihr unter Palmen träumen und in Pools relaxen und in den Abendstunden legendäre Poolpartys feiern. Unter dem Foliendom herrschen zu jeder Jahreszeit sommerliche Temperaturen und braun werden könnt ihr dabei auch noch. Und nicht vergessen, immer schön Liege reservieren. Kommen wir zu einem weiteren Highlight auf AIDA Cosma, dem Ocean Deck am Heck des Schiffes. Freut euch auf großzügige Sonnendecks, auf den Infinity Pool, auf beheizte Whirlpools, die legendäre Ocean Bar und den Skywalk. Und das Beste, das Ganze bei einem fantastischen Panoramablick auf die schier unendlichen Weiten des Meeres. Das war unser AIDA Cosma Schiffsrundgang. Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf dieses fantastische Schiff und ihr macht euch bald schon selbst ein Bild. Und bis dahin, auf AIDA sehen.